Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen cremigen Abend. Freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und zwar zu den Patch Notes 8.18. Die Patch Notes 8.18, da muss man definitiv dazu sagen, das wird der Worlds Patch sein. Das heißt, ja, der zielt komplett auf den Competitive-Bereich ab. Darauf werden die, wie der Name schon sagt, die Worlds gespielt werden. Das heißt, hier geht es weniger um Solo-Queue-Balancing, sondern mehr um Competitive-Balancing. Natürlich, klar, die Champions, die da genervt werden, werden gleichzeitig auch im Solo-Queue genervt. Wir sind ganz am Anfang bei A wie Aatrox. Ja? Aatrox ist der Champion, der ist ein bisschen ein schwieriges Kind, denn im Competitive-Bereich ganz am Anfang war er Pick oder Ban. Das heißt, wenn du ihn offen gelassen hast, war schon fast GG für die Gegner. Sehr, sehr stark, sehr, sehr potent. Aktuell wurde er aber sehr, sehr wenig gespielt, weil er immer und immer wieder genervt wurde. Das heißt, nicht mehr ganz so stark. Und jetzt wird er wieder gebufft. Das heißt, er bekommt mehr Scaling auf seine E dazu und auch mehr Scaling auf seine Ultimate im Late Game vor allem. Und das ist definitiv nicht schlecht. Vor allem diese AD-Scaling auf der Ultimate und werden ihn safe zu den Worlds wieder mit ins Competitive reinbringen. Der nächste Champion ist ebenfalls A, und zwar Akali. Und jetzt werden wahrscheinlich einige Solo-Queue-Heroes von euch so ein bisschen weinen. Denn Akali grundsätzlich erstmal im Competitive-Bereich super starker Champion. Wurde aber auch schon oft gezeigt, dass man sie sehr, sehr gut bekämpfen kann, wenn man sie so ein bisschen counterpickt etc. Das heißt, funktioniert nicht immer, ist aber definitiv sehr, sehr stark und wird deswegen auch genervt. Und warum ich jetzt meine Solo-Queue-Heroes... Sie hat aktuell im Solo-Queue eine Winrate von 45%. Das ist extrem schlecht. Muss aber fairerweise sagen, ich glaube, sie ist trotzdem balanced. Ja, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen zu stark. Obwohl diese Winrate so schlecht ist. Denn Akali ist einfach ein sehr schwieriger Champion. Du hast viel, viel Potenzial mit diesem. Und du musst sie einfach wirklich beherrschen, um alles aus ihr rauszuholen. Und dann kommst du auch locker über 50%. Aber alle, die das halt nicht können, sind bei 45%. Ihr Damage wird reduziert auf der Ultimate um 20. Und das für beide Instanzen. Das heißt, insgesamt fehlen auf jeden Fall 40 Damage. Das ist natürlich für den Execute auch etwas kacke, weil wenn du mit dem ersten Sprung weniger Schaden machst, dann macht der Execute auch wiederum weniger Schaden. Das heißt, das sind insgesamt sogar ein bisschen mehr als 40. Als nächstes haben wir noch eine kleine Änderung an Braum, und zwar verliert der nämlich etwas HP, und das sind schon gute 36 HP auf Stufe 1. Auf Stufe 1 ist das definitiv sehr, sehr viel, muss man sagen. Ja, man denkt immer 36 HP, was ist das denn? Was viel wichtiger ist, ist allerdings, dass Braum plus Alistar gerade die beiden besten und stärksten Supporter im Pro-Play sind. Im Pro-Play. Und wenn natürlich jetzt einer von diesen beiden genervt wird, also in diesem Fall Braum, wird der andere natürlich gleichzeitig dadurch stärker. Ob das insgesamt so klug ist, weiß ich nicht, aber im Prinzip ist Alistar eh fast immer gebannt gewesen. Zumindest in die letzten Games, die ich gesehen habe. Wie sich das Ganze entwickeln wird, sehen wir mal. Weiter geht es mit Lucian, dem guten Mann, und der hat ja nicht nur einen geilen Skin bekommen, sondern kriegt jetzt auch geile Buffs auf seine Q. Das heißt, ab dem Midgame, so wenn er seine Q gemaxt hat, ab Level 9 bis ins Late Game hinein, bekommt er zusätzlichen Schaden auf der Q, und das ist ziemlich, ziemlich geil, muss man auf jeden Fall sagen. Lucian hat es ja tatsächlich auch immer sehr, sehr schwierig, das heißt, er ist sehr oft ganz weit unten im Keller mit seiner Winrate und muss sich dann wieder hocharbeiten. Aktuell ist er allerdings wieder bei 50% Winrate, und nach diesem Buff wird das im Solo-Q zumindest auf jeden Fall noch höher werden, und das ist definitiv nicht schlecht. Ob wir ihn im Competitive-Bereich sehen, mit diesen Änderungen, vielleicht. Mal sehen. Renekton sieht man tatsächlich auch sehr, sehr selten, ist heute aber mit am Start, und bei ihm wird nämlich, wenn er genug Fury gesammelt hat, wird einer seiner Spells verstärkt, und dieser verstärkte Spell wird jetzt mit diesen Patch Notes ebenfalls verstärkt. Das heißt, wenn er mit der E durch jemanden durchdasht, dann penetriert er mit Fury-Effekt zusätzliche Rüstung. Das heißt, es wird gerade im Early Game deutlich, deutlich mehr sein. Und er bekommt 10 mehr Damage auf jeder Stufe. Das ist auch ziemlich cool auf jeden Fall. Die E ist der Spell, den man auf Renekton als zweites max. Das heißt, das ist ein Early- und Mid-Game-Buff. Man könnte überlegen, ob man dann vielleicht jetzt sogar die W als zweites max und die E als letztes, weil die E ja dann ein One-Point-Wonder-Spell ist. Sie ist ja mit einem Punkt schon sehr, sehr stark. Allerdings ist natürlich das Problem, dass die E auch dein Mobility-Spell ist, und deswegen wird es wahrscheinlich so bleiben wie bisher. Aber für die Renekton-Mains unter euch, man kann es ja mal testen. Ja, der nächste Champion, ich sag mal so, Rework in 3, 2, 1. Wir haben Ryze. Ja, Ryze wird genervt. Ryze hat auch eine komplett katastrophale Winrate, auch irgendwas bei 45%. Seine W, das Rune Prison, wird etwas genervt. Das heißt, der Effekt, wenn er jemanden mit Flux rootet, wird von 2 Sekunden auf 1,5 Sekunden reduziert. Und ja, ich sag mal so, er geht eigentlich in dieselbe Richtung wie Akali. Das heißt, auch im Solo-Queue gibt es Ryze-Spieler, die extrem gut sind, aber die breite Masse kann Ryze halt einfach nicht spielen. Und dazu zähle ich mich selber auch.
Das heißt, er ist gar nicht so schlecht, wie die Statistiken das immer zeigen. Im Competitive-Bereich wird er hin und wieder auch mal ausgepackt. Würde nicht sagen, dass er komplett übertrieben broken ist, aber meistens auch nicht sehr schwach. Damit wären wir beim nächsten Champion, und zwar beim Schweinebesteiger, Sejuani. Ja, Sejuani wird ziemlich krass genervt, meiner Meinung nach. Und ja, Schalke, gerade Amazing, hat permanent immer Sejuani gespielt. Oder auf jeden Fall sehr, sehr oft, definitiv. Und jetzt wird sie genervt. Ich meine, da können sie ja froh sein, dass sie rausgeflogen sind, Kappa. Ja, was wird gemacht? Ihre E macht weniger Schaden und ihre Ultimate, holy, die slowt jetzt nicht mehr 3 Sekunden, sondern nur noch 1 Sekunde. Also nach diesem Nerf ist die Ultimate, die kannst du ja komplett begraben jetzt, die Sejuani. Wobei Sejuani, ich glaube das Schwein, hat das einen Namen? Heißt das Bristol oder so? Ich meine, Bristol heißt das nicht auch irgendwie sowas wie Schwein? Ach, keine Ahnung. Ihr könnt es ja auch gerne mal droppen. Auf jeden Fall kannst du aus dem Schwein wahrscheinlich jetzt Döner machen. Das ist over, das Ding. Beim nächsten Champion, muss ich sagen, bin ich wirklich froh darüber, dass der mal ein bisschen geändert wird. Und zwar Trundle. Trundle ist ein Champion, dem kannst du im Competitive-Bereich seit Jahrzehnten immer First picken oder generell immer picken. Denn Trundle, den kannst du nicht nur Flex picken, das heißt, du kannst ihn auf der Top-Lane picken, du kannst ihn im Jungle picken, im Zweifel kannst du ihn sogar auf Support picken. Und außerdem passt er halt in jedes Team mehr oder weniger rein und ist sehr, sehr gut gegen Tanks. Also eine Allround-Waffe. Er wird jetzt genervt, das heißt, gerade sein Pillar hat jetzt mehr Cooldown und hat weniger Slow im Early Game, viel weniger Slow. Das heißt, gerade auch im Solo-Queue-Bereich, da wird der Trundle Jungle auch ganz gerne immer gespielt, ist auch sehr, sehr stark. Das tut ihm definitiv weh, wenn der Pillar so wenig mehr slowt im Early Game. Also ist halt immer noch nervig, weil es ja auch noch ein Objekt ist, aber der Slow ist nicht mehr ganz so stark. Beim nächsten Champion weiß ich nicht, was ich darüber halten soll, und zwar Vayne. Ja, Vayne haben wir ja im Competitive mal gesehen, dass Capsi in der Mitte gespielt hat. Ja, das kann man drüber diskutieren. Ich habe sie letztens auch im Solo-Queue in der Mitte gegen gespielt. Das war dann wahrscheinlich so einer, der sich dachte, ja, wenn Caps das kann, kann ich das auch. Im Prinzip kriegt sie jetzt weniger Cooldown auf ihre Q. Das ist super krass. 2 Sekunden weniger ist echt heftig. Für den Competitive-Bereich würde ich aber echt sagen, dass sie zu wenig Wave-Clear hat. Das heißt, sie ist auf der ADK-Position nur sehr, sehr schwer viable zu kriegen. Wave-Clear ist das A und O. Im Solo-Queue wird es ihr auf jeden Fall extrem helfen. Man könnte sogar auf jeden Fall überlegen, dadurch, dass die Q jetzt auf Stufe 1 schon so wenig Cooldown hat, ob man wieder wie damals diesen Attack-Speed-W-Build geht. Das heißt, du maxst die W als erstes und baust dann sehr, sehr viele Attack-Speed-Items, Rageblade First vielleicht sowas wie Phantom Dancer, Rune King, das ganze Zeug direkt am Start. Also Phantom Dancer jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ne, Statics. Auf jeden Fall direkt instant sehr, sehr viel Attack-Speed ranbringen mit dem WMAX. Könnte mit diesem Buff vielleicht eine coole Änderung sein. Oder Möglichkeit, oder Zitrone, Ananas, wer weiß. Auch die gute Kaiser ist mit von der Partie, denn sie ist gerade im Pro-Play sehr, sehr stark und wahrscheinlich die beste Antwort gegen Tanks oder um gerade diese zu schreddern. Ja, das haben wir vor allem gesehen im Matchup Fnatic gegen Schalke. Ja, da hat die Kaiser den Schalke-Spielern ordentlich das Genick gebrochen. RIP Schalke an dieser Stelle. Definitiv ist aber, dass ihr... Was gemacht wird, ist, dass ihre Passive jetzt bei der Auslösung nur noch 15%... Was bei ihr angegangen wird, ist, dass ihre Passive jetzt bei der Auslösung aller Stacks nur noch 15% maximalen Target Missing Health Damage macht, anstatt vorher 15-20%. Das nervt sie natürlich auf jeden Fall, wenn sie gegen Tanks kämpft, aber natürlich auch, wenn sie gegen Non-Tank-Ziele kämpft, aber da kriegt man meistens eh nicht so viele Stacks raus, während du auf so einem Tank auch locker mal 3-4 Mal den Stack rausböllerst. Das tut dann schon weh. Damit wären wir auch schon bei VW Victor angekommen. Victor ist ja auch ganz, ganz langsam immer wieder im Kommen. Das heißt, er kriegt immer so kleine Minibuffs. Da tastet man sich wirklich ganz, ganz vorsichtig ran. Und jetzt kriegt er mal wieder einen, ich würde nicht sagen einen Minibuff. Das ist schon ein ziemlich cooler Buff. Denn Victor hat ja seine Passive und er kann immer diese Stäbe, diesen Passivstab upgraden und kriegt dadurch seine verbesserten Fertigkeiten. Und das erste Upgrade kostet jetzt nur noch 1150 Gold, kostet insgesamt alles immer noch dasselbe, das heißt der letzte wird dadurch gleichzeitig teurer gemacht. Das ist aber trotzdem ziemlich geil, weil der erste ist der absolut wichtige, damit du diesen Doppellaser bekommst, damit du Wave Clear hast, damit du geil im Early Game bist und jetzt kannst du den halt mit 100 Gold weniger kaufen, denn 1250 Gold First Back zu kriegen ist super krass schwer. 1150 ist auch immer noch viel, aber definitiv besser und auf jeden Fall machbar. So viel zu den Champion-Änderungen. Es wird aber noch weitere Änderungen geben. Und zwar bei der nächsten PBE-Rotation werden neue Skins kommen. Und ich muss sagen, gerade auf den Kane-Skin, der wird legendary. Da freue ich mich schon super drauf. Also da
ja, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich wieder Kane spammen oder auf jeden Fall einige Male zocken werde. Auch der Jinx-Skin sieht cool aus, bei Yasuo bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und ja, ich weiß nicht, Sona ist noch mit dabei, Six gibt's glaube ich auch noch und den Malphite-Skin. Ihr könnt mir absolut gerne mal eure Meinung droppen, was ihr von den Skins haltet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, hoffe es hat euch gefallen und auf Wiedersehen.